Dieser Auftritt polarisiert. Pfarrer Paul Spätling im Januar beim Pegida-Marsch in Duisburg. Ein YouTube-Video zeigt ihn als Redner in Soutane. Gehört denn der Islam zu Deutschland? Das ist doch ein unmögliches Wort, was die Frau Merkel dort gesagt hat. Der Bischof in Münster reagiert sofort. Predigtverbot. Richtig findet das nach wie vor der Kleverpropst Johannes Mecking. In besonderer Weise, denke ich, hat ein Priester den Auftrag, auch Brücken zu bauen, zu vermitteln und nicht zu polarisieren. Und das ist, denke ich, das große Problem, was in diesem Fall vorliegt, dass polarisiert wird. Und das, denke ich, ist auch nicht im Sinne des Evangeliums. Doch Pfarrer Paul Spätling hat sich ganz oben beschwert und damit Erfolg gehabt. Der Vatikan hat das Predigtverbot wieder gelockert. Spätling darf wieder in seinen Messen predigen, allerdings dabei nur die Bibel auslegen. Keine politischen Äußerungen in der Öffentlichkeit also. Sie können natürlich jetzt dann nicht sagen, wir treiben ihm jetzt dieses Gedankengut aus. Und man muss ja auch da nochmal dazu sagen, Sie würden ja wahrscheinlich in so eine Messe mit ihm gar nicht gehen. Von daher sage ich jetzt mal, gehen ja da Menschen hin, die sich jetzt nicht mit seinem Gedankengut identifizieren, die aber von der Gottesdienstform, wie er sie feiert, angesprochen sind. Und ich glaube, da muss man das eine von dem anderen wirklich trennen. Die Kirche tut sich schwer mit dem umstrittenen Pfarrer. Ihn einfach ausschließen, das verbieten das Kirchenrecht und die christliche Nächstenliebe. Im Kreis Kleve wird der als erzkonservativ geltende Geistliche also weiter seine Messen nach altem Ritus feiern. Auf Latein mit dem Rücken zur Gemeinde. Ich sehe das in einem Rahmen, der überschaubar ist. Da macht es mir nicht die Sorge, wie eben bei einer Veranstaltung in der Größenordnung einer Demonstration in der Öffentlichkeit. Wobei ich sicherlich auch darauf achten werde, dass die Predigt so gehalten wird, wie der Vatikan es auch gesagt hat. Es soll eine sogenannte Homilie sein, also eine Auslegung der Heiligen Schrift und nicht Darstellung persönlicher Meinungen. Alter Ritus, kontramodernen Gottesdienst. Auch darum geht es. In Emmerich geht die Gemeinde da längst neue Wege. Umso mehr ärgern sie sich hier über den Pegida-Pfarrer. Offiziell gehört er zur Emmericher Gemeinde. Umso befremdlicher finden sie, dass der Pfarrer in einem offenen Brief gegen ihre modernen Gottesdienstformen wettert. Dann soll er sich doch da bitte raushalten und das auch. Ja, ob er das akzeptieren will, weiß ich nicht. Aber zumindest sollte er sich da raushalten, dass wir das in Ruhe selber machen können. Er nimmt am Gemeindeleben nicht teil. Er findet also hier in Emmerich überhaupt nicht statt. Aus welchen Gründen auch immer. Aber dadurch, dass er eben zu diesem Pastoralteam offiziell gehört, fällt natürlich alles, was mit ihm zu tun hat, immer auf Emmerich zurück. Es wird für Pfarrer Spätling immer schwieriger, eine Heimatkirche zu finden. Viele offene Türen hat er selber zugeschlagen.